So, herzlich willkommen. Servus. Nur knapp zwei Monate später ist angekündigt. Aufhören zu klatschen. Nur knapp zwei Monate später ist angekündigt. Ist ja auch schon da, die zweite Folge des Erfolgsformats. Die Klicks bei der letzten Folge waren tatsächlich nicht so gut, muss dürftig man sagen. Waren sie. Sie dürftig. Waren sogar unter unserem Böse-Onkels-Format. Das hat mich tatsächlich gewundert. Es stand aber auch nicht Böse-Onkels. Deswegen kommen jetzt ein paar radikale Änderungen. Erste der beiden Änderungen, das Rad der Rubriken heißt jetzt das Rad der Sex-Rubriken. Einfach, das einfach ist für die einfach Klicks. Schon ein bisschen einfach für die oder? Klicks. Und die zweite ist, wir haben eine große Ankündigung zu machen. Das hat sich der Jonas so ausgedacht mit dem Rad, da kann man einmal klatschen für. Zweite ist die große Ankündigung, wir sind schwanger. Man glaubt es vielleicht nicht, aber ich bin im sechsten Monat. haben, da kann man Klicks mit generieren. Da werden jetzt Klicks generiert, wir sind schwanger, halt kommt in den Titel. Und natürlich, wir haben gedacht, okay, was wollen die Leute? Die Leute wollen Show, Sex und noch ein Handy gewinnen, diesmal ist es ein iPhone 2017. Essen bis zum Tode. Genau, übrigens, wir haben letzte Woche ja auch versucht, letztes halbe Jahr haben wir auch versucht, dieses Handy hier zu verlosen. Ich habe keine. Hat so lala funktioniert. Das hat niemand hat Interesse an einem kostenlosen Anfrage. Handy. Nicht mal das Team wollte dieses Handy. Egal, wer geschrieben hätte, er hätte dieses Handy bekommen. Das Handy ist noch im Umlauf. Das liegt bei mir zu Hause. Ich hatte jetzt einen energischen Aufruf. Niemand will ein kostenloses Handy. Das ist schon traurig. Wahrscheinlich hat einfach niemand bis dahin geguckt. Aber gut. Es hat vor allem, wir haben halt so eine Durchschnittsanguckszeit von wie viel? Zwei Minuten auf zwei Minuten wird es angeguckt, da kommt man halt nicht bis zur Handyverlosung, die kam am nächsten Tag. Also ich habe mit meiner Mutter drüber geredet, sie hat ausgemacht bei der Nerfschlacht, weil sie nicht wusste, was das soll. Und da könnte es jetzt manchem ganz ähnlich gehen, bei unserem Highlight in dieser Woche. Wir haben nämlich tatsächlich, also es hat alles damit angefangen, dass Philipp behauptet hat, er wäre in der Lage, 60 Zott Monte, die großen, in einer Minute zu essen. Das auch immer noch, ich bleib da standfest. Genau, ihr werdet ja sehen, hat das geschafft, hat das nicht. Und wo werdet ihr es sehen? Richtig, beim Mampf der Titanen. Beim Mampf der, du sollst mit mir sagen. Titanen. Beim Mampf der Titanen. Dem großen. Also ist dann, wir machen es nochmal. Nee. Jetzt, irgendwann ist auch gut. So viel Zeit hat auch der Zuschauer nicht. Jetzt sind sie doch eh wieder weg. Wir haben jetzt kommt wieder komplette Namen. Wir haben jetzt gerade zwei Minuten, jetzt sind sie weg. So, wir haben nämlich das machen, was wir wollen. Große Lassereden-Wettessen veranstaltet. Und es war eine Schau. Es war eine Schau. Es ging wirklich heiß her. Ich hätte gekotzt, fast. Vielleicht habe ich gekotzt. Schaut es euch an. Ich würde sagen, wir schauen in den ersten Teil. Guten Tag und herzlich willkommen zum Lassereden-Wettessen. Zum Mampf der Titanen. Oder so. Ja. Das Spiel heute, erklären. Es wird heute ziemlich futuristisch. Ihr merkt, ich habe mir ein paar Wortspiele vorbereitet. Oh, in der ersten Runde des großen Mampfes der Titanen geht es darum, jeder von uns hat hier 15 Zott Monte. Und wer dieses Zott Monte zuerst aufgegessen hat, hat gewonnen. Es kommen noch danach zwei andere Runden, aber wir fangen mit den 15 Zott Monte an. Wer zuerst aufgegessen hat, gewonnen. Keine Zeitbeschränkung. Jeder von uns hat den sogenannten Jonas-Joker. Ich zeige mal ganz kurz in die Kamera. In der ersten Runde wird allerdings jemand anderes als der Jonas den Jonas-Joker erfüllen, falls ihn jemand sieht. Weil, warum? Wir müssen auch den Grund nennen. Wir sind Jonas, sag mal kurz den Grund. Mir wird schlecht, wenn ich breiartige Sachen esse. Gut. Und auf das Startsignal geht's los. Feuer, Hände auf die Knie. Und wir warten auf das Signal. Wir brauchen keine Zeit nehmen, es geht ja einfach nur, wer zuerst fertig ist. Auf die Plätze! Fertig, go! Das habe ich auch gedacht. Ein bisschen aus der Form. Die Becher müssen leer sein, ne? Fuck, wie leer? Ja, so ziemlich leer. Ja, der ist nicht leer. Das ist das offizielle Maß für leer. Ich bin echt schneller. Fuck, Alter, ich krieg den gar nicht auf. Das Geheimnis sind kurze Wege. Ja, dann hast du 20 Sekunden Zeit, ne? Ja, aber ich schwöre. Fuck, Alter, wie schnell er ist. Ich bin beim ersten, vom zweiten Tag erst beim dritten. Fuck! Fuck, jetzt geht nicht auf! Ich hab den Zott Monte an den Fingern. Du hast gestern nichts gegessen. Jedi. Hygiene. Wie langsam bist du denn?
Aber du bist beim sechsten, ich bin beim dritten. Was passiert, wenn ich den Joker ziehe? Wo ich dann alle abgebe? Nein, dann hilft dir für 20 Sekunden. Ja. Okay, ich ziehe den Joker. Bei dem ersten Bissen geht's los. Ich nehme den Pack vor. So, die Zeit läuft, Leute, ne? Ist weiter, Philipp, ist weiter. Nee, bei dem ersten Bissen. Zeit läuft. Nett nicht. 2, 1. Also. Wir sind schneller. Hey, du hast behauptet, du kannst einen in einer Sekunde essen. Vor allem von den großen Löchern. Vor Geishi habe ich immer ein großes Maul. Ja, ich weiß, wer Hitler war. Nee. Oh, fuck. Es ist eine realistische Chance, dass ich mich übergebe heute. Mir ist jetzt schon schlecht. Ich mach einen schönen Pulli. Du willst doch gar nicht gewinnen, oder? Doch, nur mein Pulli. Ich hatte einen Joker, trotzdem ist er so weit vor mir. Wie kann man denn so schnell essen, Alter? Ich will die Decke gar nicht ab. Das ist ein ganz großer Unterschied. Klaus? Vor allem, wie dick wird man von 2000 Monte 5 Meter? 5 Meter? 5 Meter, Alter. Ich bin fertig. Und ich hab schon 75. Scheiße. Und noch so ein Bitburger dahinter. Uiuiui, jetzt bin ich schon ein bisschen dürftig. So, damit steht's 1-0 für mich. Was sagst du denn an der Niederlage? Also ich würde mal so sagen, richtige Fans kennen den Sieger der Herzen und das bin im Endeffekt ich, oder? Der Sieger der Herzen bin im Endeffekt ich. Sehen wir dann. So, das wird aber nochmal kritisch in der zweiten Runde. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde und dafür haben wir hier 10 Big Macs. Big Macs? Nicht Big Macs, das sind keine Big Macs. Und was wir mit denen anstellen, das seht ihr gleich im zweiten Teil. Das war aber mein erster Teil. Da sind wir wieder. Das hätte wahrscheinlich auch wirklich keiner gedacht. Aber noch ist nichts entschieden. Ist auch ein bisschen bitter, weil man muss ja im Nachhinein feststellen, im Endeffekt hast du 14 Zwot Monte in 9 Minuten geschafft. Ich habe 14 Zwot Monte in 9 Minuten geschafft, aber zu meiner Verteidigung, es lag am Löffel, es war kein Original Zwot Monte Löffel. Man das kann stimmt. den, wenn man da irgendwie 100 Pack kauft, konnte man mal einen Löffel gewinnen, hätte ich es mit dem gemacht, hätte ich die 60 geschafft oder noch geknackt. Also das wäre dann Weltrekord gewesen. Aber wir haben jetzt fast genug Punkte, glaube ich, für den Monte Up Your Life Rucksack. Okay, dann müssen wir nur noch jemanden finden, der gerne diesen Monte Up Your Life Rucksack hätte. Wir verlosen einen Monte Up Your Life plus ein Handy plus. Einmal ficken mit Jonas. Und das gibt's alles im Paket. Wenn ihr... Keine Ahnung, macht eh keiner, ist scheißegal. Ja, aber ist ohne Scheiß, das Handy kann man wirklich noch gewinnen. Das könnt ihr nicht gewinnen, aber das Handy könnt ihr wirklich noch gewinnen. Auf jeden Fall noch gewinnen. Und, Monte Up Your Life, will man damit nicht im Sportunterricht erscheinen? Nee. Will man damit nicht im Matratzenraum eingesperrt werden? Wer weiß. Und wir kommen auch gleich schon zum nächsten Highlight, weil ihr wisst, ich bin das Trüffelschwein unter den Internet-Trollen, unter den... Internet-Freaks und Geeks. Tatsächlich, als ich das hier vorbereitet habe, war noch nicht die große Troll-Debatte so präsent. Jetzt ist sie es allerdings, aber wir machen es einfach trotzdem. Der PC hat sich gesperrt. Was ist denn hier los? Wir sind drin. Gut. Zum Glück habe ich hier den Hacker an meiner Seite. Ich habe einfach mal auf gut Glück... Er hat sich zum Beispiel auch ins Telefonica-Netz gehackt und deswegen hatten sie vor 2 Tagen kein Internet. Inzwischen vor 3 Wochen. Das ist ein bisschen her mit dem Telefonica-Skandal. Ich habe mich einfach auf gut Glück mal bei einer Facebook-Gruppe beworben. Die Facebook-Gruppe der Aquariumsfreunde. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich da einmal angenommen werde. Aber tatsächlich, man muss sagen, hier ist der Beweis, sobald das Bild geladen hat, ist hier, der Laptop ist nicht mehr auf dem neuesten Stand der modernen Technik. Er hat tatsächlich 2 Kerne, der Prozessor. Du bist jetzt ein Mitglied der Aquariumsfreunde, da steht's. Und die anderen Sachen sind jetzt nicht so potent. Genau, aber wir haben jetzt erstmal hier den Beweis, er wurde ein Mitglied der Aquariumsfreunde, sie haben ihn schon mal angenommen. Okay, wie geht's jetzt? Und, Jesus, ich hab alles zugemacht. Sekunde, das gehört auch mal dazu. Das gehört nicht dazu, das ist einfach nur bitter. Das gehört eigentlich nicht zur Sendung. Genau, dann bin ich auch direkt in die Gruppe gekommen und hab mich einfach mal umgeschaut. Hier haben wir gleich die erste Frage. Hallo zusammen, gibt es eine pflegeleichte Pflanze, die ein Antennenwels nicht gern oder gar nicht frisst? Liebe Grüße, Smiley. Sehr schön. Da natürlich will ich mich gleich erkenntlich zeigen. Und hab dann auch direkt geantwortet,
Weil ihr wisst, ich bin ein Freund des Aquariums. Dann kam natürlich auch von mir direkt der Kommentar, Birke. Dann hat hier Danny Dewald geschrieben, sogar Fragezeichen. Mit Haken Danny Dewald. Also Danny Dewald scheint eine Berühmtheit zu sein. Wir wollen jetzt auch wirklich kein Problem mit Danny Dewalds Management haben. Was hat er auf seinem Profilbild? Ist das ein Nazi-Helm? Ach, wir schauen weiter. Wir schauen. Danny Dewald hat bestimmt keinen Nazi-Helm auf seinem Profilbild. Und dann kam das Fragezeichen. Natürlich meine Antwort. Oder jede beliebige Pflanze außerhalb des Aquariums, da geht die Aal nicht dran. Langjährige Erfahrung, fischige Grüße, Paul. Und es war halt einfach, Paul wollte nur helfen und es stieß irgendwie auf Unverständnis, weil ich meine, Paul hat große Erfahrung mit Fischen. Familiäre vor allem. Familiär. Wir gehen da nicht näher darauf ein. Sie hat ein Antennenwels und möchte gerne Pflanzen in ihr Aquarium. Dass der nicht an die Birke hinterm Haus dran geht, ist schon klar. Sorry, nicht böse gemeint, aber muss gerade echt lachen. Da hat Danny Dewald Paul ertappt. Paul hat es nicht ganz verstanden. Ist einfach ein bisschen peinlich für Paul gewesen. Nee, ich weiß auch gar nicht, was Danny Dewald da von mir wollte. Habe ich erstmal mit einem Fragezeichen geantwortet. Okay. Danny Dewald, was war denn los? Also Danny Dewald ist so einer, da denkt man in den Kommentaren immer, der hat es nicht verstanden und macht sich jetzt lustig. Das ist ein bisschen cringe. Das ist so ein Troll. Das ist so einer Reconquista Germanica. Genau. Okay, wir machen Danny Dewald gerade ziemlich zum Nazi. Wahrscheinlich ist das einfach nur sein Hund auf dem Bild. Dann kam die logische Konsequenz, ein Fragezeichen. Ja, von mir. Und dann hat Danny Dewald geantwortet. Philipp? Ich glaube, wir lassen es gut sein. Wir lesen mal in verteilten Rollen. Ich glaube, wir lassen es gut sein. Alles in Ordnung. Bitte machen Sie sich nicht über die Frau lustig. Sie hat ein Problem und es gibt Menschen, die versuchen zu helfen. Wie zum Beispiel mich. Ich finde das auch ein bisschen asozial von Danny Dewald, weißt du? Es gibt so Leute in den Facebook-Gruppen, die sind einfach nur da, um zu trollen. Und es gibt Leute, die versuchen wirklich zu helfen und den wird es auch einfach vermisst mit sowas. Genau, dann kommt sein Kumpane Björn Rennekamp ins Spiel. Paul, sonst ist alles okay. Kommt irgendwie schräg gerade. Natürlich auch prompt meine Antwort. Naja, mein Cornelius-Krapfen schuppt etwas seltsam in letzter Zeit. Das nimmt mich ganz schön mit. Ich finde es auch blöd, wenn sie jetzt lachen, muss ich sagen. Das hat auch... Ich habe gelacht, aber ich... musste wegen des Wort seltsam lachen. Ja. Das kenne ich einfach nicht. Mir unbekanntes Wort. Dann hat Björn Rennekamp sich tatsächlich verständlich gezeigt. Okay, verständlich. Aber geht hier am Thema vorbei. Paul, mach einen eigenen Thread auf und verlinke uns am besten. Vielleicht finden wir das Problem. Ja, ich stelle am besten morgen früh meine Frage dazu. Aber heute Abend nicht mehr. Flossenstarke Nacht euch. Es war schon spät, es war schon, weiß nicht, 6:30 oder so. Irgendwann muss ich auch mal pennen. Dir auch. Und dann noch so ein begehrender Smiley. Dir auch. Ich hatte eine flossenstarke Nacht, ich habe gut geschlafen in der Nacht. Gut. Dann habe ich gleich auch mal versucht, am nächsten Tag was in die Gruppe zu posten. Wurde erstaunlicherweise abgelehnt, der Beitrag. Nee, doch, er kam sogar durch, der Beitrag. Test. Bestanden oder durchgefallen. Dir fällt auch immer was ein. Hanna Ruh, ich glaube, Hanna Ruh will was von mir. Ich glaube, oder auch schon der Herr Rennekamp, der war schon mit diesem Smiley am Ende. Ja. Nein, ich wollte nur mal testen, ob das hier funktioniert. Weil ich die Frage wegen meines Cornelius-Karpfens eine Frage stellen möchte. Er schuppt. Punkt. Ich verstehe beim Thema auch echt keinen Spaß. Das ist echt nicht mehr lustig. Das ist irgendwo nicht mehr feierlich. Ha, echt flossig. Habe ich dann mal auf die Frage bestanden oder durchgefallen geantwortet. War ein flossiger Kommentar. Fand ich flossig von Yogi. Dem fällt auch immer was ein. 1, 2, 3, läuft. Da war jemand besonders witzig, in dem Fall Kathleen. So, und langsam gingen mir aber auch irgendwann die Adjektive aus. Weil ich hatte flossig, ich hatte flossenstark, ich hatte, was hatte ich noch? Ich hatte Chemik, hatte ich Chemik schon? Chemik hattest du auch schon, ja. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mir den äußeren Bau eines Fisches anzusehen. Also, wir können zum Beispiel noch die Adjektive Seitenlinienorganik nehmen. Oder afterig, afterflossig, Kiemendeckelig, bartfädig, nasig oder augig. Geht beides noch. Alles Teil eines Fisches. Was haben wir hier? Oh nein. Lies mal bitte das Problem vor. Hilfe. Mein Sand wird schwarz und stinkt total muffig, faulig. Was ist das? Ist normaler Spielsand und drunter ist Nährboden für Pflanzen. Ist für mich nur an der einen Stelle sichtbar. War ganz klein und als ich drin rumgestochert habe, wurde die Stelle so riesig. Das Aquarium steht das erst seit rund... Sag bitte das Akku, das ist das sagen wir coolen Aquariums, Leute. Okay, das Aquarium steht erst seit rund 2 Monaten. Ammoniak, Nitritwert und so weiter
sind alle unauffällig. Auffällig. Unauffällig. Auffällig, unauffällig. Auffällig, unauffällig. Sind die Ammoniak-Nitrit-Werte. kam von mir natürlich gleich wieder, ich muss mich erstmal mit dem Sachverhalt auseinandersetzen. Erste Frage, ist das ein Krebsbecken? Das ist ein bisschen geschmacklos, ich weiß. Das ist ja, es waren traurige Weihnachtsferien, als ich das gemacht habe. Was haben wir denn hier für eine Frage? Was ist denn hier das nächste Problem? Ich, in dem Fall leider kein Name sichtbar, habe keine Ahnung, was das ist und warum zum Glück sind die im neue Becken. Kann auch als Quarantäne nehmen, bitte Hilfe. Ganz trauriger Smiley. Man sieht, der Fisch hat da so ganz ungesunde Auswüchse. Sieht doch gar nicht gesund aus. Der Fisch explodiert wahrscheinlich gerade. Also ich find's schick. also ich find's schick. Hat was. Ist wie so, ich meine, Leute tragen ja auch Hüte. Warum nicht Fische? Paul findet's schick und ist immer noch nicht aus der Gruppe geflogen. Das spricht nicht für die Gruppe. Stefanie Mick hat ein Problem. Hat jemand blaue Augenfische? Und kann mir Erfahrungen von der Haltung sagen. LG. Sind tatsächlich recht rutschig. Da Schuppen. Am besten mit beiden Händen. Chiemigen Gruß. Erstmal ein chiemiger Gruß ist immer was. Chiemiger Gruß. Der chiemige Gruß geht so. Also wenn man sich Aquariumsfreunde treffen, geht der chiemige Gruß so. Es tut mir leid für alle Aquariumsfreunde. Der Paul meint es nicht so. Was hilft gegen die Pünktchenkrankheit? Marcel Mayer erlaubt sich einen Witz in der Gruppe und das kann Paul natürlich nicht durchgehen lassen. Filzstift in der entsprechenden Farbe des Fisches. Wasserfest wäre gut. Logisch, weil der Fisch ist die meiste Zeit im Wasser. Ist tatsächlich ein besserer Ansatz, als die Temperatur ein wenig anzuheben. Auch Franziska hat sich hier einen Spaß erlaubt, finden wir überhaupt nicht in Ordnung, ehrlich gesagt. Die Pünktchenkrankheit tritt bei Stress auf. Ganz ehrlich, was für ein Stress haben Fische? Und nein, ich komme zu spät zu meinem Fischberuf. Was ist das denn? Das zählt eigentlich nur der Anfang. Jens Kö, bitte? Jens Kö an Aquariumfreunde. Hallo. Ich habe in meinem Aquarium für mich absolut unerklärliche Phänomene. Erstmal ein paar Eckdaten zum Aquarium. Reicht schon. Okay, das können Sie selber lesen. Und dann kommt von mir der Kommentar: Paranormal Activity. Activity. Wegen des ist Wassers, Aqua. Funktioniert nur geschrieben, der Witz. Also Activity ja. Mit aber Q. Sehen die, sie wird ja einbeendet. Jens Köf fragt investigativ nach. Was meinst du mit deiner Aussage, Paul Safran? Bezog mich auf die unerklärlichen Phänomene. Bleib flossig. Da war kurz davor, die Kontenance zu verlieren. Bleib mal ein bisschen flossig, mein Freund. Und zum Schluss, tatsächlich, wollte ich auch mal meinen eigenen Beitrag an die Aquariumsfreunde stellen. Sieht der Max Rubin das eigentlich alles? Ganz ehrlich, nee, Max Rubin sieht das nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier ein Problem, das hätte ich gern gelöst. Dann habe ich dieses Bild in die Gruppe geschickt. Also man muss ja erstmal einen Antrag stellen. Diesen Antrag habe ich gestellt, kam leider nicht durch. Konnte mir keiner helfen mit dem Problem. Aber ich frage mich auch, was ist mit dem Fisch los? Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Weißt, ich habe ein Problem und dann wisst ihr, ich finde, die Aquariumsfreunde grenzt schon fast am Mobbing. Dass man, ist einfach asozial. Ja. Ja. Gut. Das war's schon auch wieder mit der neuen Investigativrubrik. Aquariumsfreunde. LRTV Undercover. LRTV Undercover. Und wir sind raus. So. Was haben wir heute noch so im Programm, Philipp? Wir haben noch was ganz Besonderes im Programm. Aber erstmal möchte ich noch eine Ankündigung machen. Und zwar das nächste Undercover. Jonas hat sich wo eingeschleust. Jonas hat sich beim FC Bayern eingeschleust. Und er hat es leider nicht geschafft, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Das? Und er hat den Künstlernamen Sandro Wagner. Es hat leider nicht funktioniert. Danach hat Jonas die Kontenance verloren. Das war nicht von uns geplant. Es tut uns leid. Wir möchten uns hiermit öffentlich entschuldigen. Jonas gibt sich hiermit zu erkennen. Ruf mal sorry. Sorry. Tut ihm leid. Sandro Wagner hat sich entschuldigt. Dreh mal die Kamera auf mich. Wir wollten so einen auf Jan Böhmermann machen, weißt du? Jemanden einschleusen, genau. Irgendwann die ganze Sache auffliegen lassen. Genau. Es ist einfach gescheitert. Jonas hat seine Rolle übertrieben. Er ist leider nicht gut genug gewesen. Aber etwas, wo es jemand anderes übertrieben hat, nämlich vielleicht mit der Menge von Cheeseburgern, die man essen sollte, sind wir beide. Und zwar im zweiten Teil des Mampf der Titanen. Mampf der Titanen. Titan. Wie Kampf der Titanen.
Okay. Duell der Magier. Ja, den Witz habe ich auch überlegt, aber es funktioniert nicht. Funktioniert überhaupt Film nicht. Ab. Mats ab. Star Wars Kampf. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres fantastischen. Wir sagen es zusammen, bitte. Masse reden, der Titan. Masse reden, Wettessen. So, in der zweiten Runde haben wir insgesamt 1,30 Zeit, um so viel von diesen 5 Hamburgern hier zu essen wie möglich. Die sind sehr kalt, das macht es ein bisschen schwerer. Der Philipp hat seinen Jonas Joker bereits eingelöst, ich habe meinen noch. Mal gucken, ob der jetzt zum Einsatz kommt, je nachdem, wie es läuft. Ja, und damit würde ich sagen, wir sind bereit. Läuft die Zeit? Okay, wir sind bereit. Go. Alter, das Behinderung. Nein. Okay. Hey. Vielleicht 10 Sekunden. Ich zieh den Jonas Joker, schnell. Jonas, komm. Entschuldigung. Ich hatte schon mal Bögen gegessen. Jonas, stopp. Die habe ich zerstört. 10. Stopp. Ich habe einfach gewonnen, oder was? Nein. Mama. Moment. Krasse Sache. Shit. Das an? Jetzt die zweite Runde verloren zu haben? Mir ist auf jeden Fall schlecht. Bei mir geht's schlecht, eigentlich. Obwohl ich nicht. Mir war nach den 15 Zockmonte schlecht, aber jetzt geht's eigentlich voll. Jetzt über triumphiert der Sieg, weißt du, in mir. Es fühlt sich so an, als wäre jedes Mal, dass ich im Fitnessstudio war, nichts mehr wert. Das stimmt, ja, das hätte ich jetzt. Na gut, dafür habe ich auch einen Tag lang nichts gegessen, aber es ist wahrscheinlich auch mehr, als ich an einem Tag normalerweise essen würde. Ja. Normalerweise würde ich nicht an einem Tag 15 Stunden Monte essen, ja. Gut, aber wir haben noch eine Runde vor uns. Und die Kamera hier echt auf? Jonas, ist eigentlich. Merkst du noch was? Zu. Und damit kommen wir zu. Boah, Alter. Rückenbunde. Vom Kader. Von diesem Fest. Ich hatte mir eigentlich noch mehr Wortspiele überlegt, aber die sind mir jetzt gerade entfallen. Ich habe jetzt nur noch Essen in mir. Aber es ist gut, dass ich so lange nichts gegessen habe. Sonst hätte ich jetzt schon längst gekotzt. In der dritten Runde hat erstmal jeder von uns für 30 Sekunden ein Packen Löffelbiskuits vor sich. Nach diesen 30 Sekunden geht es über zu diesen Eierplätzchen. Was man auch machen kann, die kann man nämlich, glaube ich, gut tun. Dadurch ist es mal ein professioneller Wettesser. Damit kann man viel mehr essen. Wenn man es tun, geht das viel schneller, muss man nicht kauen. Eben, dann flutscht das direkt ja, das in den Darm rein. Genau, in den Darm. Ich will auch Hotdogs ins Wasser. Was für professionelle Wettesser für eine Verstopfung haben müssen, will ich nicht wissen. Das muss richtig sein. Die haben einen Magentamp, der damit gewöhnt ist. Ich würde sagen, bist du bereit? Bist du bereit? Drei. Willst du nochmal alles geben? Voll. Eins. Oh. Nein, wir fangen den an. Ach so. Hast du echt irgendwas zu? Ich finde, die Packung nicht auf. Fünf. Zwei. Eins. Null. Ich hab noch Hunger! Und jetzt geht's los mit den anderen Dingern, gell? Ja! Ich hab keinen! 3, 2, 1, los für den anderen! Ich mag den gar nicht! Das ist ein Muschel! Oh! Ich hoffe mal nicht! Ich auch! Dann wie? Oh mein Gott, ich hab Stuck auf, ich kann nicht mehr essen! Ich hoffe, mein Leben. So, wer hat den Tee geholt? Ich weiß nicht. Ich kann nicht mehr. Wie viele Mandelplätzchen hast du verspeist? Ich kann nicht mehr. Und jetzt möchte ich mal wieder was sagen. Ja. Egal wie unwahrscheinlich es erscheint. Darf gegen Julia. Glaubt an euch. Glaubt an euch. Ihr könnt das Unmögliche schaffen.
Wer hat gesagt, ich gegen Philipp ein Wettessen gewinne? Warum ist denn unmöglich, gegen mich ein Wettessen zu gewinnen? Das würde ich jetzt ganz gerne schon mal finden. Also Markus, hast du keinen 60 Zoll Mantel in einer Minute essen? 60 Zoll Mantel, große Becher. Es steht 3 zu 0. Das ist ein schallender Sieg für mich. Hast du letzte Runde auch gewonnen? Ja. Paul hat jede Runde gewonnen. Ich habe jede Runde gewonnen, Junge. Gut, damit zurück zu Studio Paul und Philipp. Ich denke, es ist mal wieder klar, wer der Bessere der beiden ist. Möchtest du noch abschließend was sagen? Ja, ich möchte was sagen. Ich fühle mich so schlecht. Komisch. Oh, mir ist so schwindelig. Willst du noch was sagen, Philipp? Echt mal Props an das Kamerateam. Und an den leitenden Produzenten. Ich denke jetzt, dass Paul gewonnen hat, aber das ist halt, es gibt am Anfang so Absprachen, man entscheidet dann so per Würfel, wer das am Ende gewinnt. So. Über ProSieben. Über ProSieben bei Joghurt Klaas. Und wenn ihr uns dissen wollt, dann schneidet es bitte raus. Ich fühle mich so fett. So schlecht habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Ich fühle mich voll cool. Oh. Tja, wer hätte das gedacht? Da sind wir wieder. Und ich möchte nochmal am Schluss sagen, jetzt wirklich, ihr habt ja gesehen, wie es ausgegangen ist. Glaubt an eure Träume. Always believe in yourself, Gold. David gegen Goliath, es ist zu schaffen. Niemand hätte das erwartet, aber wir beide haben es tatsächlich hingekriegt. Ich habe es tatsächlich hingekriegt, du hast nicht hingekriegt. Du hast grandios versagt, muss man sagen. Ich möchte aber dazu sagen, wie fühlt man sich dass eigentlich da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Und ich mich gar nicht wirklich als Verlierer fühle. Und ich da auf jeden Fall Einspruch erheben werde. Aber man muss sagen, die offiziellen RTV-Wettbewerbs- Show-Attention Konkurrenztabelle steht 2 zu 0 für mich. Ich sag's jetzt, wie es geplant war. Und zwar waren wohl auf meinen Burgern waren Steine drauf, sodass ich die nicht essen konnte. Ich habe ja auch keinen Burger. Ich habe die Burger manipuliert im Vorhinein. Er hat die Burger manipuliert. McDonald's, vielleicht hat er mit McDonald's zusammengearbeitet. So, ja, aber ein ganz großer Kritikpunkt der letzten Folge war, zu lang, zu scheiße, lang, zu hässlich, zu lang. Zu lang. Zu lang. Wir haben euch erhört. Und wir werden jetzt nicht weiterreden, sondern wir kommen direkt zum Rat der Sex-Rubriken. Ja, cool. Und wir haben auch wieder ein kleines Spiel vorbereitet, während sich das Rad der Sex-Rubriken dreht. Man sieht uns jetzt komplett gar nicht mehr einfach. Wir haben uns komplett zugestellt. Die Rakete, nee, so nicht. Sie sagten, so ist besser. Mit der Musik. So ist besser. Wir stellen es mal so, dass es hier auf der Kamera schön ist. Gut, nee, wir stellen es hier hin. Hier ist optimal. Gut. Man sieht und wir haben wieder ein kleines Spiel vorbereitet, während sich das Rad der Sex-Rubriken dreht. Und das hat der Jonas dieses Mal vorbereitet. Drück in die Kamera. Jonas, dreh das Rad an oder erklär uns doch erstmal kurz das Spiel. Das Spiel sieht so aus. Ich lese euch 4 Länder vor und ihr müsst mir größter See, größter Fluss, höchster Berg, Hauptstadt oder größte Stadt vorlesen. Ja, nennen. Okay. Okay, wir sind bereit. Du zählst die Punkte in der Zeit. Ja. Sag uns, wenn du bereit bist. Dann drehen wir das Rad an. Also ich. Moment. Lukas Masson, dreh das Rad. Lukas Masson ist heute nicht hier. Lukas Masson ist heute leider behindert. Lukas Masson hat seine Karriere beendet. Lukas Masson hat sich offiziell aus dem Showgeschäft zurückgezogen. Es war ein tränenreicher Abschied, sag. Moment. Auf die. Ja, warte, bitte kurz noch. Auf die Plätze, fertig. Dreh das Rad! Okay, was ist der größte Fluss Aserbaidschans? Dude! Nicht. Okay, der Kura. Ich hab gedrückt. Was ist der längste Fluss Schwedens? Keine Ahnung. Ich frag doch mal normale Sachen. Was ist der längste Fluss der Schweiz? Komm, das wisst ihr. Dude! Rein! Rein! Genau. Echt jetzt? Ja. Du hast einen Punkt, das hätte ich aber nicht erwartet. Bra mit der Musik. Was ist die größte Stadt Deutschlands? Düt! Berlin. Ich war vor ihm auf dem Buzzer. Ich habe nur nicht Düt gesagt. Okay, ungültig. Was ist... Och, Junge, ich habe Berlin. Ich war eine Minute vor... Können wir ganz kurz, bitte, können wir einen Beweis? Wir sehen es ja auf der Kamera. Mhm. Ja, wir geben dir später den Punkt. Okay. Was ist die größte Stadt der Schweiz? Düt! Ich hab diesmal zuerst. Junge, ich war eine Minute zuerst. Weil du immer auf die Kamera gucken. Junge, wir gucken nachher auf die Kamera, wer zuerst war. Bern. Wollte ich auch sagen. War es richtig? Ja. Junge, ich war hier, dann warst du hier. Ich hab's genau gehört. Halt, stopp, es ist Zürich. Zürich hat mehr Einwohner. Okay, beide kein Punkt. Bei Berlin bin ich mir hundertprozentig sicher. Da gucken wir auf die Kamera. Ja, nächste Frage, ich muss ein bisschen aufholen. Was ist die größte Stadt Aserbaidschans? Düt! Baku. Genau. Fuck.
Was ist denn der größte See Deutschlands? Dit! Bodensee. Ach, das hätte ich gewusst. Was ist der größte See Schwedens? Veneren. Gesundheit. Was ist der größte See der Schweiz? Dit! Bodensee. Und Paul? Bodensee. Ja, kann man gelten lassen. Wer kriegt den Punkt? Wie steht's denn jetzt? Ich war, glaube ich, wieder eine Sekunde vor dir. Hier, können wir das mal irgendwie mit der Kamera aufnehmen? Ja, dann steht's 4-0 für dich, komm. Gut, was ist der höchste Berg Deutschlands? Dude! Philipp Paul, oh Junge, ich bin einfach zu langsam. Die Zugspitze. Was ist der höchste Berg Aserbaidschans? Was willst du mit dem Berg Aserbaidschan, Digga? Der Basertü. Der Basertü. Was ist der größte See Aserbaidschans? Was ist der größte See Aserbaidschans? Dude! Der Buzzer-Typ. Nein, das Kaspische Meer ist übrigens der größte See der Welt. Was ist der Du hast höchste, noch ganz kurz. Nächste Auto eine Weile. Der Mach. Höchste Berg der Schweiz. Dude! Ja. Der große Brocken. Nee, die Dufourspitze. Ich wollte jetzt Matterhorn sagen. Ja, beides weiß ich. Gut, was ist die Hauptstadt der Schweiz? Dude! Zürich. Bern. Oh, ist das Bern? Bern. Nee. Paul hat richtig. Ja. Bern. Ja gut, 4, 5. Gut, das Rad dreht sich vor. Meine Fresse, was hab ich dir noch nicht vorgelegt? Was ist die Hauptstadt Deutschlands? Dude! Paul, Philipp zuerst. Digga. Berlin, Junge, du warst eine Minute nach mir. Was ist die größte Stadt Schwedens? Dude! Stockholm. Genau. 6-1. Ich hätte Oslo gesagt. Was ist, Gott, ich hab nichts mehr. Oh, das Rad dreht sich auch gleich aus. Schnell, Jungs, schnell. Was ist der längste Fluss Deutschlands? Dude! Rein. Ja, es steht genau. 200 zu 0 für ihn, Leute. Was hab ich denn noch nicht vorgelesen? Meine Das Rad hat sich ausgedreht. Vorbei, also, ist es vorbei. Und es ist der große Flop. Und das ist der erste große Flop. Der erste große Flop. Wir sind Flop. Richtig gespannt, wie das funktioniert. Es muss alles stimmen ich beim mein, großen Flop. Ihr wisst alle, der große Flop ist immer schon ein Familienformat gewesen. Meine Oma hat es geguckt, meine Urgroßoma hat es geguckt. Es lief schon auf dem Volksempfänger. Der große Flop ist einfach ein Hitformat. Und wir freuen uns heute tatsächlich, dass den großen Flop auch mal präsentieren zu dürfen, hier bei uns auf dem Kanal. Und Jonas, was machst du da eigentlich? Ach, lassen. Ich will mein Handy lassen. Und es ist Jubiläum des großen Flops und es wird sehr, sehr spannend, kann ich nur sagen. Wir haben was ganz Tolles vorbereitet und wir schalten dann gleich mal rüber, würde ich sagen, zum Studio nach Bochum. Ich höre, mein Kollege Thomas ist jetzt schon in Bochum. Wir gehen raus nach Bochum. Herzlich willkommen zurück bei nach dem Flop. Das größte, aufwendigste Projekt, das wir hier je hatten. Kurz vor unserem Jahresjubiläum haben wir Mach den Flop und es wird was ganz Großes. Es wird ganz groß. Ich möchte nicht zu viel verraten, damit Sie sich jetzt noch freuen, damit ich Ihnen die Freude nicht vorwegnehme, aber es wird unbeschreiblich. Unglaublich. Hast du noch was zu sagen? Ja, ich freue mich erstmal. Ich freue mich erstmal sehr, hier sein zu dürfen. Thomas, ist mir eine Freude. Ich wollte schon immer mal zum Nachtflug. Wahnsinn, danke. Ich möchte ganz kurz alle Nadjas da draußen grüßen. Hallo Nadja. Nadja, wenn du es hörst, bitte komm zurück. Ja, Thomas, was hast du uns denn mitgebracht, David? Ich habe hier alles, was Nein. ich... Nein. Doch, ich habe hier schon alles, was ich brauche. Ihr seht, meine Oma ist da, mein Gabelstapler ist da und der bunte Fruchtkorb ist auch bereit. Jetzt kann es eigentlich schon direkt losgehen. Oh Gott, entschuldige. Aber bevor es losgeht, ich emotional werde. Bevor es losgeht, brauche ich noch ein bisschen kurze Motivation vom Publikum. Kriege ich einen Mach den Flop? Mach den Flop! Mach den Flop! Mach den Flop! Okay, ja, ich mache jetzt nicht fertig sein, Mensch. Ich habe mich frei. Viel Spaß mit Ihnen. Scheiße! Machen, das Publikum verstummt. Das ist ja noch nicht passiert. Mach den Flop. Wir sind sehen hier bei Mach den Flop. Großvater. Gott sei Dank. Wie kann das denn brennen? Wie kann das denn brennen? Ah, Schmerz. Sofort aus, raus. Oh, das klingt ja ganz böse da in Bochum, Thomas. Wir wissen ja nicht genau, was passiert ist. Wir wollen jetzt auch erstmal die Familie keine von Spekulation. Thomas können wir leider noch nicht beruhigen. Es war ein bisschen unklug vielleicht, das mit der Oma. Wir können, das mit dem Gabelstapler war vielleicht eins zu viel. Es war, nee, mit dem Gabelstapler, Obstkorb, alles noch in Ordnung, aber die Oma... Vor allem, ja, wir können der Familie leider noch wirklich noch nicht sagen, wir halten mal ein Handtuch vor die Kamera und gut ist. Wir sagen...
Ich würde sagen, weder Oma noch wir wissen jetzt auch nicht genau, was die Lage ist. Ganz sicher hier läuft jetzt gleich eine Wiederholung von Rote Rosen. Kommt Thorsten wieder mit seiner Frau zusammen? Diesen Witz verstehen jetzt tatsächlich nur die 0,001% der Zuschauer, die tatsächlich Rote Rosen verfolgen. Thorsten ist tatsächlich nicht mehr mit seiner Frau zusammen. Ich habe es letzte Woche mit meiner Oma gesehen. Es ist Krise bei Thorsten. Uiuiui. Hey, die haben sich echt getrennt in Rote Rosen. Ich dachte, das gibt's da gar nicht. Da trennen sich voll viele, Alter. Der hat seinen Ring da in den See geschmissen, hat dann wieder rausgeholt mit so einem Taucher. Ach, Thorsten. Nein. Thorsten. Der Rechtsanwalt Thorsten, ui. Wir sind richtig relatable, finde ich, diese Folge. Diese Folge, da sind wirklich keine Insider-Gags dabei. Diesen Witz kann jeder nachvollziehen und lustig finden. Also jetzt läuft eine Wiederholung von Rote Rosen, bis wir genau wissen, was beim großen Flop los ist. Normalerweise wird die Sendung jetzt ja noch 4 Stunden weitergegangen. Jetzt laufen einfach ein paar Wiederholungen. Und aber wir wollen jetzt erstmal, wir sind ein bisschen sensibel und deswegen werden wir jetzt erstmal, wegen des großen Flops, wegen des Ereignisses. Ich würde sagen, das war's jetzt für diesen Monat auch schon wieder. Wir sehen uns nächsten Monat. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Wünsche, Interesse an einem Handy habt, kommentiert, liked, teilt und ganz wichtig, unterstützt uns auf Patreon. Wir haben einen wertvollen Unterstützer auf Patreon. Und man muss einfach dem sagen, möchten wir nochmal danken, bevor der abspringt, gell? Den haben wir doch gar danke. Nicht. Danke, stimmt. Ist das Geld eigentlich angekommen, Jonas? Was? Nein? Ich habe bisher noch kein Geld gesehen. Okay, wir wollen uns doch nicht bedanken. Wir bedanken uns vielleicht in der nächsten Folge. Wir bedanken uns, sobald das Geld da ist. Gesammelt hat, bis es überwiesen wird. Wir bedanken uns doch. Das heißt, wir kriegen jetzt in 20 Monaten Geld? Wir kriegen einen Dollar pro Mal. Das dauert 20 Monate, bis wir mal einen Cent davon sehen? Oh nein, wir wollten davon Sachen bezahlen. Okay, die Sachen sind gekauft. Bitte spendet uns ein bisschen mehr, dass wir schnell über die 20-Euro-Grenze kommen. Ja, gut. Das war's dann auch schon. Patreon/LRTV. Das war's für diesen Monat. Wir sehen uns nächsten. Peace and out. In Hamburg sagt man tschüss. Tschüss.